kommen, Schrift zu Terminen und Ankündigungen. Heute am Montag, den 21. Juli, findet um 20 Uhr im Forum 3, das ist in der Gymnasiumstraße, eine Veranstaltung zum Thema Frieden durch Krieg statt, die Rolle der US-Kommandozentralen Afrikom Eurocom in Stuttgart. Es gibt eine Diskussion über kommunale Außen- und Friedenspolitik mit Vertreterinnen des Gemeinderates, Land- und Bundestag und der Friedensinitiative. Empörte und besorgte Bürgerinnen treffen sich am Donnerstag, dem 24.07. um 15 Uhr vor dem Rathaus. Anlass ist die Konstituierung des Neuen und die Verabschiedung des alten Gemeinderates. Wir wollen den Gemeinderat mit folgendem Appell in die Sommerpause verabschieden. Kein Aufzug der Baugrube ohne Genehmigung der erhöhten Wasserentnahme. Klärung des Rostwassers in den Grundwassermanagementleitungen. Am Dienstag, den 5.8., soll im ehemaligen Schlossgarten die erste Baugrube für den Tiefbahnhof ausgehoben werden. Bei einem ersten Treffen im Park am letzten Freitag waren sich die Teilnehmerinnen einig, dass man dieses Datum nicht einfach ignorieren und zur Tagesordnung übergehen darf nach dem Motto, da kann man eh nichts mehr machen. Es soll einem Aktionstag mit vielfältigen und zahlreichen kleineren und größeren Aktionen der ganzen Bewegung geben. Ein zweites Koordinierungstreffen dazu findet diesen Freitag um 18 Uhr im Schlossgarten auf der Wiese gegenüber der Lusthausruine statt. Bei Regen treffen wir uns um die gleiche Uhrzeit im Bahnhof. Noch eine, ist das letzte, die Demo am nächsten Montag, also 28.07. findet wieder wie gewohnt auf dem Marktplatz statt. Die Demo-Route führt uns heute wieder vor die LBBW. Wir starten hier in der Nordbahnhofstraße, laufen geradeaus runter bis zur Wolframstraße, biegen zuerst rechts ab, dann links in die Heilbronner bis zur LBBW. Nach dem obligatorischen Spatenstreich ist unsere Demonstration beendet. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank, dass Sie hier waren und uns besucht haben und oben bleiben! Oben!